Hallöchen Leute und willkommen zu einer neuen Folge The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Bevor das Video losgeht, kurzer Reminder. Hierbei handelt es sich um eine Streamaufzeichnung. Also wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, schaut gerne auf Twitter oder Twitch vorbei für den Streamplan. Und nun, viel Spaß mit dem Video. So, warte mal, jetzt muss ich irgendwo mal das Ding ausrüsten. Hier. Die Frage ist, wie gehen wir jetzt vor? Wir machen hier weiter, damit wir das hier auch schon mal gesehen haben alles. Mal hier nochmal eine Markierung, der Bescheid weiß, da geht's lang. Und dann, oh, dann schauen wir uns doch mal den Weg da an. Oh, ist mir eigentlich kalt. Ist gerade frisch tags geworden? Ja, okay, war schon ein bisschen verwirrt. Alrighty. Genau, ich würde sagen, wir fangen bei der blauen an und dann gucken wir mal, wie wir uns durchkämpfen. Ah, okay, oder. Jetzt einfach runter und hol mir die Kiste. Ansonsten geht die Leute noch den ganzen Tag auf den Zünder. Was ist die überhaupt? Irgendwo? Nee. Dann hier irgendwo. Okay, hier ist wahrscheinlich wieder ein Krog. Ach, hier. Na ja, Yonobo. Mit einem Typas drin. Yay. Ein Topaz. Gut, ich meine, schlecht ist es nicht. So. Ist aber halt so ein bisschen weird. So, da wir so weit oben sind, würde ich sagen, gehen wir auch einfach oben erstmal weiter. Und schauen uns da mal noch ein bisschen um. Oh Gott, komm ich überhaupt so hoch? Eieiei. Noch ein Sprung? Und jetzt der letzte. Ah, easy. So, manchmal das hier. Ha. Wahrscheinlich über mir, oder? So. Sorry. Warte mal, ich trinke mal einen Schluck. Man geht ja gar nicht hier. Oh. Räusper ich mich eben. So. Weiter geht's. Joa, so. Hier ist einfach nichts. Zumindest wirkt das so, als wäre hier nichts. Oh, ups. Schade, ich hatte gehofft, dass ich das Vieh einfach auf die Reserve locken kann. Und der quasi einfach in den Blitzregen reinspringt. Ja, stark, schön. Wobei, ich sammle jetzt ein. Wir wissen ja nicht, ne? Es kann nicht sein, dass die ein wichtiges von Ausrüstungsgegenstand gut sind. Oh. So, Backen halten wirklich beide. Ja, gar nicht mit den Typen. So nervig manchmal. Das ist unglaublich. Naja, stimmt, da ist noch der Schrein. Aha. Stimmt. Der war ja auch hier. So, was fällt nicht hier in der. Na, wobei das auch drin. Nee, oder? Nee, das ist gerade so nicht mit Gebiet drin. Ja gut, dann wird es auch einfach nicht angeschaut, ne? So die Regel. Ist nicht im Gebiet, also wird es nicht angeschaut. Gut, dann
Brauchen wir da auch nicht weiterlaufen. Gehen wir einfach mal hier unten lang. So, wir haben ja hier den Schrein. Wir hatten, glaube ich, auch irgendwo noch einen Krog. Ich glaube, wir machen tatsächlich erstmal einen Schrein. Oh, also direkt ein Krog in der Nähe. Gut zu wissen. Aber vielleicht war es der Krog, den wir schon markiert haben. Weil ich nicht mehr weiß, welche Art Krog das war. So, was haben wir, mit was haben wir es zu tun? Verstecktes Eisen. Okay. Gut, das wirkt relativ simpel. Wobei hier ganz wahrscheinlich ziehen. Oh ne. Kannst du nicht, okay. Ups. Das war eigentlich nicht der Plan. Wollte eigentlich. Ja. Na, sag mal. So, haben wir es jetzt? Danke. Okay, der führt uns hoch. Tja, gut, dann nehmen wir doch in den Fahrstuhl. So, hier haben wir nochmal zwei. So, das hat da ganz gut funktioniert. Okay, warum sollte ich auf den zweiten? Okay. Okay, mit was haben wir es hier zu tun? Wahrscheinlich die letzte Etappe. Ich will es. Brauchen irgendwas? Noch ein Zusatzteil. Oder es funktioniert anders als gedacht. Ich da vielleicht irgendwo noch einen Teil, was ich mit hochschleifen muss? Nee, kann doch nicht sein. Muss den quasi. Nee. Reicht nicht. Das reicht nicht. Ha. Das Gefühl, mir fehlt irgendwas. Kann ich hier dazwischen hängen? Nö. Den kann ich auch nicht bewegen. Genauso wenig wie den hier. Naja, vielleicht ist da oben irgendwas. Kann ich den eigentlich hochziehen? Ja. Jetzt sag mal, wenn nicht die Kiste soll man dafür benutzen. Weil die so einfach zu erreichen ist. Okay, kann ich eh nicht. Okay, das unten muss auch Der braucht quasi seine Energie. Also, die andere Möglichkeit wäre halt jetzt. Kaum. Ich überlege, ob man vielleicht irgendwie ein Schild oder so daran befestigen kann oder eine Waffe.
Das muss doch eine Bewandtnis haben. Ja, gut, das hätte ich mir auch sparen können. Ne, wir kommen nicht bis ganz ran. Ich habe das Gefühl, ich denke zu kompliziert. Ah, ich sehe es gerade. Oh Mann. Ja, da muss aber auch erstmal winkelmäßig genau gucken. So, wir dürfen alles haben, ja. Dann raus hier. Mann. Also wirklich. So freche Rätsel manchmal. Er sagt, schwer war es jetzt nicht, aber gut, nachdem man weiß, was man machen musste, ist generell nicht schwer, aber auch so war es eigentlich nicht schwer. Ich habe einfach nur in der falschen Stelle, an der falschen Stelle gesucht. Muss mal sozusagen. Nee, das ist nicht der Krog, den ich markiert habe. Welcher ist denn das? Ist hier irgendwo ein Krog? Also richtig dreist versteckt? Oder ist der Brückenkrog damit gemeint? Zack, das Signal da unten. Hier ist immer noch Krog-Signal, okay. Oh, ich höre dich, Krog. Aber wo bist du? Wo hast du dich versteckt? Das ist auch überhaupt nicht nervig mit Dings, ne? Was sind wir denn hier? Ist das nur der Aufstieg? Das ist auch keine Höhle. Ich gehe mal von außen wahrscheinlich der. Ach, hier! Da sich versteckt. Wait, wo sind die anderen Pfeile? Ist hier oben drauf? Ach nee, hier. Ja. Die ist ja frech. Also, der ist ja. Der ist gut versteckt gewesen. Könnte ja sein, dass jetzt wieder ein anderer Krog war. Ja, aber ich gehe mal davon aus, dass wir wahrscheinlich hier wirklich nur hochkommen, oder? Scheint ja keine Höhle zu sein, also. Ja, nur so ein Aufstieg. Okay. Na gut, dann können wir den auch sein lassen. Schauen wir uns unten nochmal um. Nicht, dass wir irgendwas verpassen. Das wäre ja fürchterlich. Also wirklich. Oder will er hier gar nichts verpassen? Im Bestfall. So, ich check jetzt nochmal gegen. Dass es nicht doch ein anderer Krog war? Nee, scheint er gewesen zu sein. Okay. Dann geht's hier die Passage wieder runter. Ich hab mir wirklich was holen sollen. Wie viele Dings habe ich eigentlich noch? Spotlotusse. 8. Also wir könnten uns noch 2x5 Tränke machen. Weil leider sind die ganzen Drachensachen, die ich habe, nicht so geil. Also, vor allem die Schuppen. Die sind, glaube ich, auch nicht der Shit. Bevor wieder so ein Müllball rauskommt. Was haben wir noch? Also, mal kurz gucken, was wir haben.
Genau, wir haben Pharaoh drauf shoppen. Kochen ist auch möglich, aber eher Verschwendung. Ist das so? Das ist, was mich halt gerade frage. Wäre es wirklich Verschwendung? Oder ist es immer noch ein besserer Boost, als wenn ich jetzt nur 5... Was muss einfach mal... Probieren geht über Studieren, würde ich sagen. Tja, so Verschwendung ist das nicht, würde ich sagen. Also es ist schon... solide, so ein 10-Minuten-Teil. Achso. Ist ja alles, aber nicht verschwendet. Ist ja Luxus, ist das hier. So, naja, dann laufen wir hier weiter lang. Gucken, was wir hier finden. Hier soll eigentlich auch ein Krog sein. Beziehungsweise, ich glaube, ich habe gemutmaßt, dass hier einer ist wegen der Brücke. Dann gehe ich da mal schnell hoch und guck einfach mal. Kann einen schaden. Dann mal einen Blick zu wagen. Krog-Signal reagiert auf jeden Fall gar nicht. Muss was heißen? Nö. Okay, hier ist tatsächlich gar nichts. Na gut. Dann zur roten Markierung. Was haben wir denn hier? Haben wir überhaupt irgendwas? Aber ich meine, der Krog muss da auch noch da sein, oder? Also da ist ja noch eine... so ein kleines... Zelt. Kleines Zelt, ne? Also ein Zelt. Deswegen ging ich davon aus, dass da irgendwo noch mal ein Krog in der Nähe sein sollte. Aber irgendwie... wir sind ja hier schon lang. Hm. Schwierig. So, mal zeig ich mal eben das Ding hier. Gucken, wo es überhaupt ist. Hier oben drauf, oder was? Ja, das aber. So, du kriegst eine gute Banane. Wo sind sie? Da. Dann wollen wir nur richtig reinwerfen. Kobe. Dann passt das. Bleiben noch zwei. Und einer von denen haben wir ja auch schon mal gesehen. Deswegen. Was macht er denn hier? Achtung, dass du es auch bisher geschafft hast. Die Felswände hier wurden durch den Kataklysmus schwer angegriffen und sind teilweise herabgebrochen. Früher bin ich immer auf der Straße gereist, aber die ist derzeit auch durch Trümmer blockiert. Zum Glück gibt es eine neue Straße. Nutz die, wenn du zur Dingok-Hängebrücke willst. Okay. Gut gemacht. Ja gut, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, was ich mit dem Zelt machen soll. Aber vielleicht kommt weiter hinten nochmal ein Krog. Der was möchte. Sollte ich mich hier nochmal umschauen? Vorher. Ich glaube, ich mach's mal kurz. Wie gesagt, einfach nur um 100% sicher zu gehen, dass ich da auch wirklich nichts verpasst habe. Damit wir uns so wenig Sachen wie möglich sammeln. Um nichts zu verpassen. Und verpassen ist doof. Ja, davon haben wir ja gar nichts. Wir großen ja scheiße hier. Ach du Kacke. Ist ja riesig. Eieiei. Kann ich zwischenhalten? Müsste ich eigentlich. Sieht gut aus. Ja. Das sieht sehr gut aus. Oh gut, hier ist erstmal nichts. Gut, dann weiter. Hier war auch nichts. Außer den Schrein, den haben wir aber. Gut. Ich sag, wir gucken uns auch erstmal das hier an. Aber erstmal so. Zack. Zack.
Ich weiß nicht ganz, ob wir vielleicht unten anfangen sollen oder oben. Wahrscheinlich macht oben sogar mehr Sinn. Haben wir schließlich einen Fahrstuhl, den wir nutzen könnten. Ob ich da mal was markiert habe, aber gut. Soll mich jetzt auch nicht stören. Was ich aber gerne machen würde vorher, bevor ich hier halt hochkletter, ist mich hier einfach mal grob umschauen. Dass ich auch wirklich nichts verpasse. Oh, es wird kalt. Es wird kühl. Ja, hier wissen wir auch, dass hier noch eine Truhe versteckt ist. Wo wir immer noch den Eingang suchen. Bis jetzt immer noch nicht gefunden haben, also schwierig. Okay. Ja, da ist grob erstmal nichts. Oh, ein Krog. Wahrscheinlich obendrauf. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der hier irgendwo woanders ist. Deswegen markiere ich den einfach mal. Wenn der kommt, ja da eh dran vorbei. Deswegen also spielt das jetzt keine große Rolle. So, haben wir hier irgendwas? Außer, dass wir hier hoch können. Ach, guck mal, er ist immer noch da. Schade. Hätte durchaus ein Krog sein können. Und dann können wir den vielleicht mal anquatschen. Wüsste schon gerne, wo auf welchem Stand wir gerade sind. Und wenn der immer noch hier ist? Sag auch. Sei gegrüßt, Reisner. Eine schöne Nacht, oder? Insgesamt spüre ich noch 20 Majois. Ob ich wohl je alle Sigma besitzen werde? Bis zum nächsten Mal. Okay, 20. Ja, gut. Ist aber eigentlich, nee, der Krog ist halt da unten. Wobei, jetzt kommt jetzt Signal. Oder ist er hier irgendwo? Also im Zwischenbereich? Ah ja, hier, Tatsache. Sehr schön. Auch. Mein Freund ist krank und zu schwach, um aufzustehen. Ich muss ihn hier gesund pflegen. Das ist nur passiert, weil ich ihm auf unseren Hochzeitsreise einfach zu viel zugemutet habe. Er war noch nie sehr robust und als er das letzte Mal zusammenbrach, half uns eine nette Reisende Medizin herzustellen. Und obwohl ich seitdem alles über Medizin lerne, will ich nur, was ich nur kann, um ihm zu helfen zu können, ist es meine Schuld. Ich denke, ich weiß, welche Arznei ich herstellen muss. Dazu brauche ich nur ein Grirok-Herz. Aber wie bekommt man das? Jo, hab ich. Ein Grirok ist ein gräußliches, dreiköpfiges Ungeheuer, das auf riesigen Schwingen den Himmel herabstreift, durchstreift. Es thront offenbar hoch über dem Gerudo-Tal und hält nach seiner Beute Ausschau. Ich weiß leider nicht mal, wie ich auch nur in seine Nähe kommen soll. Hier, nimm das. Ist das ein Grirok-Herz? Wie um alles in der Welt hast du? Ich verschwende kostbare Zeit. Gib es mir bitte schnell, damit kann ich sein Leben retten. Sag. Muss eine richtig krasse Medizin sein. Dank dir ist er jetzt vollkommen genesen. Nachdem ich die mit einem Grirok-Herzen angefertigte Medizin genommen hatte, waren meine starke Schmerzen weg. Du hast mich gerettet. Vielen Dank. Ich danke dir aus tiefstem Herzen, dass du mir geholfen hast, meinen geliebten Void zu retten. Sag. Bitte, ich möchte, dass du das nimmst.
Alter, 300 Rubine? Easy Cash. Wir haben beschlossen, unsere Hochzeitsreise fortzusetzen. Dieses Mal werde ich ihm auf keinen Fall zu viel zumuten. Also dann, Savork. Okay. Haben wir die Leute noch gerettet? Das Grirok-Herz. Wilde. Wilde Sidequest. Aber war auf jeden Fall sehr angenehm. Also war jetzt nicht schwer. Ja, Gegenteil. Wir hatten, wie viele Grirok-Herzen haben wir? Ich glaube, 3 haben wir, oder? Auf Reserve. Oh, da ist eine Höhle. Hab ich da gerade gesammelt? Achso. Holzball. Die Höhle, die würde ich mir schon gerne noch holen. Also wenn es eine ist, müsste ja eigentlich. Und da dürfte wahrscheinlich auch der Schatz sein. In der Steinbuchtmine. Ist vielleicht mal wieder ein Randa-Schatz, oder? Oh, sieht aber interessant aus. Okay. Irgendwie sehr verwinkelt. Ja, cool, danke. Du Arsch. Hat so nicht funktioniert. Fünf Donnerblumen. Sehr gut. Kann man hier? Oh, ein Gerudeschild. Schick sieht's aus. Ach, ja gut. Der Shit-Ware gab's. Den gab's auch noch. Den Mist. Und ich denke, wie so ein halber Transformers hier mit meinen zwei Kettensägen-Dingern. Ah, hat's ja gelohnt, die Viecher auszuschalten. Wo sind die jetzt? Ja. Aber gleich macht's wieder. Ich bin Zelda. Komm sie nicht weiter. Bin zu cool. So. Ja, cool. Danke, Zelda. Danke für gar nichts. Aber kann ich mir zugesehen einfach ein zweites Schild noch abgreifen? Weil ich meine, der Raubschleim müsste auch wieder gekommen sein, oder? Besser das jetzt so. So, hier nochmals den Schild. So, jetzt schauen wir mal. Oh, auch der denn da? Gerudo Zweihänder. Mensch, also jetzt räumen wir aber hier richtig ab. Kann man hier gleich Fotos hashen hier. Muss ja alles hier dokumentiert werden. Unsere Funde. So, machen wir hier. Und dann Schilde. Da bin ich mir nicht sicher, ob ich das schon fotografiert habe. Aber den Zweihänder definitiv noch nicht. Ja gut, Tulin. Hast du gut gemacht. Danke für gar nichts. Du Penner. Okay, das haben wir. Okay. Na, geil wäre natürlich, wenn wir jetzt hier einfach einen Eiskrierock-Waffe machen könnten. Aber leider ist hier nichts ansatzweise Starkes. Deswegen müssen wir wohl oder übel mit einer anderen Waffe vorlieb nehmen. Sei es drum. So, warte mal. Wobei, Bogen ist schon nicht schlecht. Jetzt vielleicht noch so einen. Ja, doch. So, hier noch so ein Eisding. So, jetzt einfach Dreifachbogen. Oh, wir haben gar keinen mit mehr mit. Ew. Wäre halt 60, ne? Ey, sag mal. Er spinnt wohl.
Ihr Lackaffen. Sag mal, also. Ja, schilde nur so lange willst. Du bist auch gleich wieder tot. Schön gemacht, Minero. Jetzt mal eben kurz mich ein bisschen leiser machen. Jetzt werde ich wieder zugedröhnt. So, den Loot, den lassen wir uns mal schmecken. Gut, das, den brauche ich jetzt wirklich nicht. Den Stein. Auch wenn es verlockend ist. Aber muss ja nicht. Oh. Ja, auch noch einer. Okay, interessant. Righty. Ja, schauen wir gleich weiter. Ich denke mal, wir müssen nämlich hier auch irgendwo weiterkommen. Aber erstmal. Den Spaß. Super, wow. Und das war eine seltene Erdstelle. Mit einem Flintstone und. Rück auf den Sound. Und uns weiter aufschreiben? Kommt jetzt auch. Okay. Was Aktion? So. Ihr Flitzpiepen. Au. Oh mein Gott. So, der letzte. Shit. Breitseite ab. Fertig. Na komm. Mal rupt das Maul. Ich weiß was. So. Kriegt einfach so eine rübergesetzt. Ein Sonnenschild. Nur hochrangige Holokriegerinnen tragen dieses prachtvolle Schild. Die Edelsteine machen ihn zu einem wertvollen Schmuckstück. Aber auch im Kampf ist es sehr effektiv. Das haben, davon haben wir definitiv noch kein Foto gemacht. Ich kann mir vorstellen, dass diese Kriegerinnen, dass wir die nachher vielleicht ausstatten müssen mit irgendwelchen Sachen. Ja, also zum Beispiel einem Schild oder einer Waffe. Deswegen wäre das wahrscheinlich ganz super, wenn wir da eine oder andere Sache finden. Wo wir hier leer ausgehen. Hä? War da überhaupt ein Erz drin? Was ist das für eine Schweinerei? Da war ja gar nichts drin. Ich bin komplett abgezockt. Auch nochmal ein Sonnenschild. So. Gut. Also. Das ist irgendwie eine interessante Höhle da, sollte mein Majoi. Weil es einfach von den Höhlensystemen auch mal was ganz anderes ist. Nicht nur so düster, dunkel, sondern. Ey, lass die Kisten am Leben. Sondern es ist mehr so. Ja. Er wirkt so ein bisschen mehr wie ein. Ich will jetzt nicht sagen ein Dungeon, aber von Aufbaustruktur halt so ein bisschen. Könnte denken, da gibt es noch ein paar Rätsel. So. Kriegt der nochmal eine Banane? Banane, wo sind sie? Hier. Und dann haben wir noch den letzten. Und dann haben wir die Sidequest noch fertig. Ist doch eigentlich nicht schlecht dann. So, jetzt können wir nämlich den auch wegmachen. Oh, na gut, der will noch Stress. Gut, hat er bekommen. Die Quittung. Kann ich hier hoch einfach? Ah, sehr gut. Sehr schön. Können wir uns nämlich auch mal den Zacken jetzt richtig anschauen. Ja, es ist kalt. Aber kein Problem. Immer eine Waffe. Ich dachte gerade, es wäre eine Leune. Einfach mal eine Leune da vorgestellt. Aber nee, ist nicht so. Das war eine weitere Folge The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann schaut gerne in den anderen Projekten rein oder seid beim nächsten Stream dabei. Das war's von mir. Bye bye!